Herzlichen Dank für die Einführung. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch auf Deutsch, aber ich könnte es zur Not auch auf Englisch erzählen. Ich bin ja, wie Sie schon indirekt wahrgenommen haben, ein Wilderer in Ihrem Feld, ein Fachfremder und spreche hier natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die in einer solchen Situation angebracht sein mögen. Meine akademische Ausbildung habe ich nicht in der Erforschung der Manuskripte, schon gar nicht der orientalischen, erhalten. Und insofern bin ich aber auch nicht eingeschränkt durch das, was fachliche Regeln sein können. Ich interessiere mich aber für diesen historischen Prozess, der sich an Magdala anhängt. Eine sehr relevante Angelegenheit in der äthiopischen Geschichte, oder man sollte vielleicht besser sagen in der Geschichte von Abessinien, wie das damalige Reich ja noch hieß, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und in dieser Geschichte spielt der Kaiser Theodos doch eine erhebliche Rolle. Kann ich mal das erste Bild vielleicht, ja, das ist schon zu weit, gehen wir zurück. So, er spielt eine ganz besondere Rolle, wiewohl er unter Historikern durchaus eine umstrittene Figur ist, die durchaus Kontroversen auslöst. Wenn man nach Addis Abeba fährt, erkennt man sofort, dass der Mann ziemlich populär ist. Woran erkennt man so etwas? Indem man die Stickers auf den Autos beobachtet, die man dort sehen kann. Sehr viele Menschen haben ein kleines Konterfei auf ihre Motorhaube geklebt oder auf ihren Kofferraumhaube geklebt. Und da sieht man am häufigsten Haile Selassie, am zweithäufigsten Che Guevara und als dritten Theodos. Und man fragt sich, wie kommt es, dass eine solche historische Figur eine solche Popularität hat? Das muss etwas zu tun haben mit der gegenwärtigen Situation im Lande, mit den Träumen und Lebensvorstellungen der dortigen Bevölkerung, insbesondere der Jugendlichen. Theodos ist aber in der Geschichtswissenschaft durchaus eine umstrittene Figur, die durchaus von Kontroversen gekennzeichnet ist, was damit zu tun hat, dass er an einer Zeitenwende der äthiopisch-abessinischen Geschichte gelebt hat und gewirkt hat. An einer Zeitenwende insofern, als seit dem Ende des 18. Jahrhunderts oder sagen wir dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts, das Land sich in einem erbarmungswürdigen Zustand befand. Die kaiserliche Macht in dieser feudalen Aristokratie war vollkommen zerfallen. Der Kaiser hatte praktisch keine Bedeutung mehr. Das Land war überzogen von den Konflikten zwischen Warlords, würden wir heute sagen, also den Vertretern der Aristokratie, die sich gegenseitig heftig bekämpften. Es bestand keine Rechtssicherheit im Land mehr. Das Reisen in Abessinien oder Äthiopien war hochgefährlich. Der Handel war dadurch gefährdet, dass die Kaufleute nicht so sicher sein konnten, dass sie ihre Waren ans Ziel brachten und so weiter und so weiter. Also ein Zustand des allgemeinen Verfalls von Recht und Ordnung, würde man sagen. In dieser Situation, die so etwa bis auch noch das Anfang des 19. Jahrhunderts beherrscht hat, wird 1818 Theodos geboren in der Provinz Kwara, etwas nördlich von der alten Hauptstadt Gondar. Ein junger Mann, der sich sehr schnell auszeichnet dadurch, dass er einen unglaublich starken Willen und eine Gestaltungskraft sozusagen mitbringt und eine politische Vision hat, die ihn letzten Endes auf den Kaiserthron bringt. Eine bemerkenswerte Karriere, muss man sagen, denn sein Ursprung, seine Herkunft ist durchaus mit einer fragwürdigen Legitimität verbunden. Sie wissen, dass in Äthiopien es das ungeschriebene Gesetz gab, dass alle Kaiser aus der sogenannten salomonischen Dynastie stammen mussten, also aus derjenigen, die seit der Königin von Saba und ihrem Besuch in Jerusalem bei König Salomon legitimiert waren, dadurch, dass die Bundeslade aus Jerusalem nach Aksum überführt wurde in einem Akt von Diebstahl, muss man sagen, der bis heute von allen Äthiopiern, insbesondere allen christlichen Äthiopiern, für echte historische Wahrheit angesehen wird. Diese Bundeslade wird im Norden von Äthiopien aufbewahrt
und ist für sie ein Zeichen dafür, dass der Segen Gottes aus dem Land Israels nach Äthiopien übertragen wurde und die Abessinier infolgedessen das ausgewählte Volk sind und nicht mehr die Juden. Nun, über diese Legende kann man lange reden. Ihren historischen Wahrheitswert muss man vielleicht nicht allzu scharf in Augenschein nehmen. Aber das ist die historische Tradition und das begründet die Tatsache, dass alle Inhaber des Kaiserthrons in Abessinien immer ihre Legitimation von der direkten Nachkommenschaft von der Königin von Saba und Königin und König Salomo herleiteten. Auch noch Haile Selassie, der in den 50er Jahren eine Verfassung hat schreiben lassen, in der drinsteht, dass er der natürliche Nachkomme der Königin von Saba ist. Das kann man eigentlich sich heute überhaupt nur noch schwer vorstellen, dass etwas solches von Juristen übrigens verfasst geschrieben wird. Aber so ist die Situation. Theodoros, wie gesagt, hatte da ein Problem, ein bisschen seine Legitimität nachzuweisen, aber er ersetzte das dadurch, dass er eine politische Vision für dieses Land mitbrachte, nämlich die Vision, das Land aus dem Zustand des Verfalls und der Rechtlosigkeit und der Geteiltheit sozusagen wieder zurückzuführen durch eine Wiedervereinigung. Und zwar natürlich eine Wiedervereinigung im Sinne des alten christlichen abessinischen Reiches, einschließlich aller Traditionen, die dazugehörten. Und die erste Aufgabe war natürlich zunächst einmal, die politische Macht wieder zu erringen. Und das begann in seiner Biografie dadurch, dass er sich sozusagen, eigentlich muss man sagen, zunächst einmal als ein Straßenräuber betätigte. Er versammelte eine Gruppe von, vielleicht sollte man vorsichtig sein mit solchen Terminologien, aber doch Halbkriminellen sozusagen, die Raubzüge in der Gegend unternahmen und ihre Aktivitäten immer weiter ausweiteten, sodass er schließlich, und das ist sehr erstaunlich, auch alle Konkurrenten um irgendeine relevante Position im Land aus dem Feld besiegte und im Endergebnis 1855 sich zum Kaiser krönen ließ. Die normative Kraft des Faktischen. Aber angetrieben durch einen starken Willen, durch eine starke politische Überzeugung, durch einen unbändigen Glauben an die historische und kulturelle Tradition des Landes und seines sozialen Systems, einer feudalen Aristokratie. Dennoch ist er, oder gerade deswegen ist er vielleicht historisch umstritten, weil manche Historiker sagen, er war einfach nur ein Glied unter mehreren in der Reihenfolge der abessinischen Herrscher. Andere aber sagen, er war eigentlich der erste Reformer des Landes. Denn wenn Sie auf der anderen Seite realisieren, Anfang des 19. Jahrhunderts findet nicht nur in Europa, sondern auch dort natürlich eine Veränderung der Welt statt. Die Technologien, die Wissenschaften beginnen, der Handel über große Distanzen wird intensiviert und so weiter und so weiter. Neue Weltmächte, die postnapoleonische Entstehung von Nationen in Europa, also sozialen Gebilden, die eine gemeinsame kulturelle Identität empfinden. Die Franzosen, die Deutschen und so weiter, die alle ihre nationalen Legenden haben und sich auf diese Identität berufen, in dem, was sie tun und bewegen. Das alles findet in Äthiopien natürlich nicht in identischer Form statt, aber es scheint auch nach Äthiopien auf irgendeine Weise übergeschwappt zu sein. Jedenfalls hatte Theodoros diese Idee, Schluss mit dem Zustand von Chaos und Rechtlosigkeit und Zersplitterung des Landes, zurück in das alte äthiopische Reich und Wiederherstellung der kaiserlichen Macht. Nun, ich will das jetzt nicht lange verlängern, das aber führt natürlich dazu, dass er unter Historikern immer eine etwas schillernde und umstrittene Figur ist. Aber jedenfalls hat er die Geschicke des Landes maßgeblich beeinflusst. Er hat es ja hingekriegt, alle Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen, den Kaiserthron zu erobern, sich krönen zu lassen 1855. Und dann hat er noch 13 Jahre gelebt. Denn die Umstrittenheit seiner Person hängt auch mit seinem sehr ambivalenten Charakter zusammen. In dem Maße, wie er
älter wurde, in dem insbesondere nachdem seine sehr geliebte erste Frau gestorben war, begann Theodos zunehmend auch Charakterzüge eines Despoten anzunehmen, einer unglaublichen Grausamkeit auch gegenüber seinen eigenen Landleuten, was man da lesen kann über die Hinrichtung von Menschen, die nicht so wollten, wie er es wollte, ist wirklich erschreckend. Blutiges Gemetzel hat stattgefunden und hat ihm auch in Europa dann schließlich den Ruf des sogenannten blutigen Theodor eingetragen. So heißt er in der Darstellung der Zeit. Also das muss man sich in Europa vorstellen. Biedermeierzeit. In die Familien der deutschen Biedermeierbürger kommt die Nachricht von diesem Despoten, der seine Landsleute hinrichtet, löst Entsetzen aus und führt natürlich auch dazu, dass er in der bildlichen Darstellung sehr unterschiedlich vorgestellt wird. Was Sie hier sehen, ist ein Gemälde rechts und eine Zeichnung, ein Druck links aus der früheren Zeit. Und wenn Sie dann im Kontrast dazu schließlich die Darstellung des Konfliktes zwischen letzten Endes Victoria's Empire und dem Abessinischen Empire im Punch dargestellt als Karikatur, die idealisierte Darstellung der europäischen Königin Victoria, die sich aggressiv äußert gegenüber dem Teufel, dem blutigen Theodor. Also ein Wandel im Bild dieses Kaisers in der europäischen Öffentlichkeit hat da stattgefunden. Und das hat etwas damit zu tun, dass es einen politischen Konflikt gab, den Theodoros vom Zaun gebrochen hat. Und auch das ist historisch möglicherweise schon deutbar als Ausdruck seines ambivalenten Charakters, des Jähzorns, von Wutausbrüchen, unvorhersehbaren Wutausbrüchen, die er an den Tag legte und dem er unter Umständen auch politische Entscheidungen fällten, die jeder Rationalität entbehrten. Was er nämlich getan hat, war, er hatte einen Brief an Victoria geschrieben und um Unterstützung durch Waffen gebeten im Kampf gegen den Islam. Ein christlicher Kaiser gegen den Islam. Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Schon im 16. Jahrhundert haben äthiopische Kaiser das getan. Damals war der Adressat der portugiesische König und er hat damals reagiert. Er hat 400 Ritter geschickt in Panzerung nach Äthiopien und erfolgreich die militärische Unterstützung der Äthiopier betrieben. In diesem Fall war es anders. Theodos bekam keine Antwort aus London. Und da hat er lange darauf gewartet. Das hat ihn wahnsinnig geärgert und auch gedemütigt, weil er den Eindruck hatte, er wird nicht ernst genommen in Europa, was auf der anderen Seite sein Vorbild war. Europa war technologisch avanciert. Über Europa hatte er sehr viel gelernt, insbesondere über England. Von seinem guten Freund John Bell hatte er sich über die Kultur und Geschichte von England gut informieren lassen. John Bell hatte angeblich immer Shakespeares Werke in der Hosentasche und wenn er mit dem Kaiser zusammen war, hatte er ihm aus Shakespeares Werken vorgelesen. Insofern wusste Theodos ziemlich gut, wie es in England war. Und das war sein Ideal, sein Vorbild, lange bevor der Kolonialismus stattfand, muss man sagen, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und er hat nun einen Konflikt vom Zaun gebrochen, indem er aus Wut über die fehlende Antwort auf seinen Bittbrief den englischen Konsul ins Gefängnis geworfen hat. Eine diplomatische Provokation, die sich natürlich das englische Empire nicht zulassen konnte. Darauf musste London reagieren. Die haben lange darüber nachgedacht, was sie tun sollten, ob sie etwas tun sollten, ob sie es einfach ignorieren sollten. Es gab für England eine schwierige Situation. Sie werden sich erinnern, in Indien hat es einen Aufstand gegen die Kolonialverwaltung gegeben. Im Krimkrieg hatten die Engländer sich nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Einige Zeit vorher hatten sie die amerikanischen Kolonien verloren. Also es ging für England in dieser Zeit der auch sozialen Veränderung auch um die Wiederherstellung oder Sicherung einer weltweiten Reputation. Und im Endergebnis und im Übrigen natürlich um die Sicherung der Verkehrswege nach Indien. Und im Ergebnis entschied also London, eine Militäraktion zu unternehmen, die sogenannte Napier Expedition, weil der Oberkommandierende war
der Lieutenant General Robert Napier, ein Ingenieur von Hause aus, der in Bombay saß und die Bombay Army kommandierte. Und die Bombay Army wurde beauftragt, eine Expedition nach Äthiopien zu unternehmen und den Konsul zu befreien. Und man hat sich sehr bemüht, in aller Öffentlichkeit, in Queen's Speech hat die Queen Victoria das ausdrücklich betont, dass sie sich nur darum bemühen wollen, den gefangenen Konsul zu befreien und ansonsten keinerlei, womöglich koloniale Interessen an einer Besetzung des Landes haben würden. Nun, das hat dazu geführt, ich glaube, ich habe davon auch, das sind die Gefangenen, rechts sehen Sie den damaligen englischen Konsul, und er war nicht alleine in der Gefangenschaft, sondern de Vodros hat gleich auch noch ein paar andere Europäer mit eingesperrt und in Ketten gelegt, wie Sie da sehen. Diese anderen Gefangenen waren zum Teil Schweizer Missionare, die Missionstätigkeit in Abessinien entfaltet haben, wobei der Kaiser immer darauf geachtet hat und explizit ihnen aufgetragen hat, Missionstätigkeit nur gegenüber der jüdischen Bevölkerung, die zum Christentum bekehrt werden sollte, aber nicht gegenüber den orthodoxen Bewohnern Abessiniens. Und nun, so wurde also in Bombay eine Armee ausgerüstet. 30.000 Mann wurden losgeschickt. Soldaten überwiegend dieser indischen Armee, mehrere tausend Tiere. Sie sehen hier die Verladung von Elefanten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie man Elefanten auf Segelschiffe verladen hat. Hier wird das gezeigt. Eine interessante Darstellung dieser Anstrengung, die damit verbunden war. Warum Elefanten? Das waren natürlich trainierte Elefanten, mit deren Hilfe man den ganzen Materialtransport auch in Abessinien für einen langen Transportweg 400 Meilen zu bewältigen hoffte und bewältigt hat. Und dann kamen dazu natürlich Mulis und Pferde und Viehzeug, das zur Ernährung der Truppen benötigt wurde und so weiter und so weiter. Also eine Riesenunternehmung mit einem Riesentross, auch von Technik, natürlich von Artillerie, von anderer Technologie, Entsalzungsanlagen und so weiter und so weiter. Ein Riesenunternehmen. Eine unglaubliche logistische Leistung, muss man sagen, in einem Land, das wenig bekannt war, unter klimatischen Bedingungen, die man nicht genau kannte. Zwischen der Meereshöhe, sogar unter Meereshöhe, liegt diese Gegend, wo man gelandet ist, am Roten Meer. Oben in dem blauen Kreis sehen Sie den Punkt, wo diese Flottille sozusagen an Land gesetzt wurde. Und der blaue Pfeil zeigt ihren Weg, 400 Meilen eines Marsches durch ein ganz schwieriges Gelände. Sie müssen wissen, dass am Rande des Gebirges entlang, Sie müssen wissen, dass dieses Gebirge bis zu 5000 Meter hoch geht. Von Seehöhe, Meereshöhe bis auf 3000 Meter liegt Magdala. Der rote Kreis ist Magdala. Magdala war das Ziel von Tewodos. Gleichzeitig ist er losmarschiert in seiner damaligen Residenz Debre Tabor. Der gelbe Kreis ist das. Und Sie sehen, sein Weg war kürzer, aber nicht weniger mühsam. Und es entwickelte sich ein Rennen zwischen den beiden. Wer war als erster in Magdala? Magdala war von Tewodos geplant als die neue Hauptstadt des neuen Abessinischen Reiches. Dorthin wollte er seine politische Zentrale verlegen, seine Verwaltungszentrale verlegen, in fast 3000 Meter Höhe. Und dorthin transportierte er also seine Truppen, die schon erheblich dezimiert waren, und auch seinen Schatz, um den es mir in diesem Vortrag nun eigentlich geht. Für beide eine mühevolle Angelegenheit. Die Abessinier waren zuerst da. Sie besetzten diese Festung da oben auf dem Berg und und die Engländer waren unterwegs mit ihren Elefanten und Mulis und Pferden und anderen Viehzeug. Und Sie sehen die Mühsal des Transports, den die Abessinier zu bewältigen hatten. Natürlich nicht mit solchen Hilfsmitteln, aber mit gewaltigen Anstrengungen verbunden. Wird hier etwas den Berg hinaufgeschleppt? Natürlich gibt es keine asphaltierten Wege und so weiter und so weiter. Das ist eine Zeichnung der Zeit über Magdala. Und es endet mit einem militärischen Sieg ganz schnell der Engländer. Tewodros begeht Selbstmord, weil er nicht gefangen genommen werden will. Und damit endet die eigentliche militärische Auseinandersetzung. Was aber folgt, ist
eine fürchterliche Plünderung. Alles, die indisch-englische Armee plündert den gesamten Bestand der Dinge, die Tewodos nach Magdala geschleppt hatte. Ein Akt von kulturellem Vandalismus, kann man nur sagen. Und geplündert wird unter anderem auch die Sammlung, die Tewodos angelegt hatte. Diese Sammlung, wie in der letzten Zeile da unten steht, in the best traditions of the British Army at the time. Das wird beschrieben in der Literatur als ein wüster Vorgang und chaotische Verhältnisse. Alles fliegt auf dieser Hochebene in die Gegend und es wird befürchtet, dass vieles dabei unwiederbringlich verloren ist. Aber das, was geplündert und eingesammelt wurde, wird anschließend verladen auf Elefanten und Mulis und zurücktransportiert an den Punkt am Roten Meer, an dem die Engländer angekommen waren. Damit und wird letzten Endes überwiegend nach Europa gebracht und damit bekommen europäische Museen, europäische private Sammlungen einen Schatzanteil von dem, was Tewodos im Laufe seiner Karriere gesammelt hatte. Und um diese Sammlung geht es. Ein Objekt dieser Sammlung ist auch in der hiesigen, zwei sind in der hiesigen Staatsbibliothek. Eins sehen Sie hier, ein wunderbarer. Das sind Davids Psalmen, die da illustriert sind durch die Krönung von David durch Salomon. Und also wunderbares Manuskript, ganz traumhaft. Sie sehen da unten, wie es bezeichnet wird, MS Orfol 596. Und es gibt ein zweites davon. Und hier ist ein zweites Beispiel, das ist nicht in Berlin, sondern ist vom Wellcome Trust gekauft worden, King Theodore's Bible. Und ist wieder zurück restituiert worden in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts und seitdem verschwunden. Die ganze Problematik der Restitution steckt in einer solchen Geschichte. Am Ende wird Magdala dem Erdboden gleichgemacht und eine riesige Rauchfahne ist das Einzige, was übrig bleibt. So, nun will ich mich eigentlich noch in ein paar Sätzen mit dieser Sammlung beschäftigen. Das ist eine insofern ungewöhnliche Sammlung, als es keine Tradition der afrikanischen Herrscher gab, eine Sammlung zu haben. Anders als in Europa, wo das ja eine uralte Tradition war. Jeder Fürst, der etwas auf sich hielt, hatte eine Sammlung von allem Möglichen zur Demonstration von Reichtum und Macht und Bedeutung. Das gab es in Afrika in dieser Form nicht. Wie kommt es also dazu, dass Tewodos eine solche Sammlung hat, die jetzt nicht mehr existiert oder nur noch virtuell in Museen und Sammlungen auf der ganzen Welt verteilt? Und infolgedessen und auch zur Deutung der politischen Vision, die Tewodos hatte, stellt sich die Frage, woraus besteht diese Sammlung eigentlich? Was war der Gegenstand? Und was war die Absicht, eine solche Sammlung anzulegen? War das ein europäisches Modell, das er übernommen hat? War er selbst darauf gekommen? Hatte er womöglich die Idee, die Wiedervereinigung des Reiches zu verbinden mit der Versammlung seines kulturellen Erbes? Denn es fanden sich dort nicht nur ungefähr 1000 Manuskripte, die erhalten sind und von denen wir wissen, wo sie sind, sondern auch Goldgegenstände, Gold und Silber, das war natürlich das Hauptinteresse der Soldaten, sehr viele kirchliche Objekte der kirchlichen Praxis und so weiter, Teppiche, Bilder, alles möglich. Diese Sammlung ist nun nicht mehr vorhanden in Gänze, sie existiert nicht mehr und ich finde, und das ist das, was ich gerne anregen würde, dass alle die Institutionen, die heute Gegenstände aus Magdala haben, deren Provenienzforschung dazu geführt hat, dass sie wissen, wie sie an diese Gegenstände gekommen sind, sich zusammentun, um einen virtuellen Katalog zu erstellen. Denn nur wenn wir wissen, was Inhalt der Sammlung war, können wir vielleicht herausfinden, was ihre Absicht war. Hatte Tewodos und können damit dazu beitragen, diese umstrittene Persönlichkeit etwas besser zu klären. Können wir vielleicht retrospektiv aus der Zusammensetzung der Sammlung rückschließen auf ihre politische Sinngebung? Hatte er die Idee, tatsächlich
das kulturelle Erbe des Landes zu versammeln? Oder war das nur eine zufällige Sammlung von Dingen, die er in Raubzügen erworben hatte? Einige wenige Gegenstände, der herausragende Gegenstände, eine goldene Krone zum Beispiel im Victoria and Albert Museum, deren Provenienz wissen wir. Wir wissen, wie sie nach Magdala gekommen sind und was dann weiter mit ihr geschah. Ich selbst habe mich beschäftigt mit einer silbernen Krone, die von einem deutschen Teilnehmer der Expedition mitgenommen wurde, dem preußischen König Wilhelm I. zum Geschenk gemacht wurde, ganz kurz hier im Ethnologischen Museum war, das damals gerade gegründet wurde, dann aber auf Befehl von Bismarck, der gesagt hat, wir wollen keine diplomatischen Komplikationen mit England, nach London zurückgegeben wurde, unsinnigerweise, da gehört es eigentlich gar nicht hin, nach London gegangen ist und von London Anfang des 20. Jahrhunderts mit Haile Selassie nach Äthiopien zurückgegangen ist, seitdem verschwunden ist. Also die Rekonstruktion dieser Sammlung, ihres Inhalts und damit die Erforschung der Aufgabe, die damit verbunden war, der politischen Absicht, die Devotos damit verbunden war, wäre ein Anliegen der äthiopischen Forschung, aber auch unser Anliegen. Und dazu möchten wir eigentlich gerne anregen, dass die Institutionen, die über solche Dinge verfügen, sich zusammentun, um sie zusammenzustellen und damit erschließbar zu machen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus